Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. In der letzten Folge haben wir diesen Dungeon-Insel freigeschalten. Ich glaube auf jeden Fall, es ist ein Dungeon und... Oh, das sieht tatsächlich aus wie ein Dungeon. Ey, cool, mit Rätseln und sowas. Hier ein Laser, der bestimmt irgendwas macht. Können wir den bewegen? Ah, okay, jetzt müssen wir den hier einfach nach oben machen und dann macht er hier Sachen auf. Okay, das finde ich schön. Ey, geil, endlich mal ein Dungeon. Das finde ich cool. Jetzt können wir hier weitergehen. Okay, warte, das machen wir gleich, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben. Weil aus älteren Dungeons weiß ich, dass man viel mehr Platz braucht. So, können wir wie heißen die Dinger? Ein Tresor bauen? Ja, ein Tresor können wir bauen, das finde ich gut. Kommt natürlich neben die anderen Tresore, ganz klar. Einen Tresor hätte ich gern. Zack. Und da packen wir... Das. Und Eisenerz, why not? Ist aber eigentlich halt auch scheißegal, was man reintut. Hauptsache, es ist überhaupt irgendwas drin. So. Das ist schon mal ganz okay. So, nochmal ein bisschen Geld hier abholen. Nom, nom, nom. Lieber mit dir als mit Darky. Ist so. Der Darky ist auch ein ganz unsympathischer. Aber sag ihm das nicht, sonst kränkst du ihn. Okay, Leder haben wir auf jeden Fall genug. Und was war das andere? Nachtschatten. Zwei Nachtschatten, das kriegen wir aber noch hin. Und danach gehen wir dann in den Dungeon rein und gucken, was uns da erwartet. Und wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Bergbaulaser, der mal wieder Stahl kostet. What else? Haben wir denn Stahl? Wir können 4 Stahl zumindest. Nee, 8 Stahl können wir herstellen. 6 Stahl? Moment. 8 Stahl. Dann kommt da gleich ein Bergbaulaser hin und wir wollten Nachtschatten holen. Weil sonst ist diese Insel hier gerade nutzlos für uns. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Da, 2 Nachtschatten. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall die Nachtschatten alle fertig. Und dann ist unser Geld mehr wert. Das wird uns helfen. So, Stahl haben wir. Dann kommt hier kurz der... Was? Es fehlen immer noch 2. Lame. Okay, dann warten wir mal ganz, ganz kurz. Okay, jetzt haben wir den Stahl. Bergbaulaser. Einmal dahin. Dann wird diese Insel hier auch mit abgebaut. Hä, was ist das denn? Dann ist das schon mal ganz cool. Dämonenhorn, wo habe ich die denn her? Gar kein Plan. Egal, ist ganz cool. So, Stahl, bla bla. Jetzt stellen wir hier unseren großen Beutel her. Das wird auch wieder Ewigkeiten dauern. Können wir in der Zwischenzeit ein bisschen aufräumen. Hier fehlt auch noch ein Bohrlaser. Hier auf der rechten Seite. Ich glaube, der ist jetzt zu teuer, ne? Ja. Okay, Münzen sind 100% mehr wert. Dankeschön. Und dann können wir jetzt, glaube ich, in den Dungeon mal reingehen. Und ich hätte richtig gerne Mehl. Oh, wir haben relativ viel Weizen. Cool, dann stellen wir Mehl her. Dann können wir Brot herstellen und so einen Scheiß. Die Flasche nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt in den Dungeon. Wir haben nicht so viel Platz dabei, aber das passt schon. Auf in den Dungeon. Ich bin sehr gespannt. Hä? Oh, man muss das hier tatsächlich nochmal machen, wenn man neu reingeht. Na, sowas. Die blöde Sache ist, ich habe gar kein Essen. Na doch, ich habe diese komischen Bären, die halt absolut gar nichts bringen. Klung, klung, klung. So, da bin ich mal gespannt. Hier gibt's doch bestimmt irgendwelche tollen Gegner. Ist der böse? Au! Hey, nein! Hey, damit habe ich nicht gerechnet. Holy shit, der friert einen einfach rein. Voll erschrocken. Okay, also hier gibt es immer nur diese Laserrätsel oder was? Aber hier gibt es auch diese schönen Kristalle. Die brauchten wir auch noch für irgendwas. Oh, aber in der Fabrik kann man doch bestimmt Plastik herstellen, oder? Plastik, Plastik, swimming in the ocean. Okay, aber die Rätsel hier sind keine wirklichen Rätsel. Zumindest bisher noch nicht. Bin gespannt, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr rauskommt. Solange das nicht wird wie Baba is You, ist alles gut. Eine Lore. Okay. Hui. Alles klar. Nein, bitte friert mich nicht ein. Das ist voll böse, wenn ihr das macht. Hey, guck mal, die frieren sogar die Dinger hier ein. Die sind ja richtig witzig drauf. Okay, hier habe ich jetzt... Achso, hier geht's noch nicht weiter. Da ist so ein komischer Knochenschlüssel. Hallo, kleiner Knochenschlüssel. Kann man dich mitnehmen? Hallo? Bist du verbuggt? Kleiner Knochenschlüssel. Ich kann nichts mit dem machen. Tja, keine Ahnung. Weiter geht's. Hallo, tschüss. Oh,
Nein, Moment, ich kann nicht aussteigen, ich kann gar nichts machen. Kann man da nicht einfach so durchgehen? Nee. Ah, hier ist wieder so ein Laserteil. Okay, also wir müssen irgendwie hier auf jeden Fall noch den Laser hinbringen. Dann machen wir erstmal diesen Stein hier weg, weil eben sind wir gegen so einen Stein gegengeknallt und sind deswegen weggeknuddelt. Ja, man muss auf jeden Fall hier alles kaputt machen, damit der Laser freie Sicht hat. So, wir haben hier noch einen Laser. Ah, der kann dann wieder nach links. Hier oben ist jetzt frei, aber da kommen wir dann nur da raus. Ach nee, wo wir eben schon waren, dachte ich, aber ist nicht so. Sind das Truhen? Hallo, ich habe eine Feuerspitzhacke, mach dieses Eis da weg. Ich will die Truhen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwie mit Feuer kaputt machen muss. Aber ich habe doch sogar Feuer. Wahrscheinlich braucht man da irgendwelche magischen Tricks später. Weiß ich jetzt noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier lang. Der schießt nach oben. Der macht da links frei. Okay. Cool. Ich freue mich, dass wir einen Dungeon endlich mal haben. Und zwar so einen richtigen Dungeon, wo man noch mal ein bisschen länger drin ist. Bin gespannt, ob es am Ende... Ob es am Ende noch einen Boss gibt. Aber warum ist da... Da ist dieser komische Knochenschlüssel drüben. Das verunsichert mich, dass ich mit dem nichts machen kann. So, hier dann auf jeden Fall das Teil wegmachen. Und dann können wir mit der Lore weiter... weitergehen. Diese komischen Dinger hier auf dem Boden, was auch immer das sein soll. Steht halt nicht mehr irgendwo. Man kann die einsammeln, aber steht nicht, was das sein soll. Lavendel, okay. Lavendel nehmen wir mit. Lavendel stinkt zwar übelst. Ich mag den Geruch davon gar nicht, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Aber ein bisschen lame, dass hier bisher immer nur derselbe Gegner ist. Bisschen mehr Gegnervielfalt wäre schon ganz schön. Hallo? Du bist immer noch derselbe Gegner. Überall nur diese komischen Geister. Aber cool, Design sind sie schon irgendwie. Oh, ein Boss. Das sieht aus wie eine Boss-Tür. Moment. Ein Augenblick. What? Also wir müssen den wahrscheinlich irgendwie aufhalten? Was hat er denn jetzt gemacht? Der schießt hier noch einen zweiten Laser auf jeden Fall. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendwie mit der Lore durch. Okay, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Der Laser hier ist fix. Das heißt, wir können den eigentlich nur nach rechts machen. Dann geht der auf jeden Fall nach unten. Der nach oben. Der schmilzt das da und dann kommt hier unten wahrscheinlich nochmal irgendwann ein Laser raus, der dann den hier befeuert. Der macht dann auch irgendwas frei oder ja, so irgendwie wird das sein. Ah ja. Hä? Okay, das ist unnötig. Hä? Ah! Schon klar. Das Ding hier, lass es mir rüberfahren. Der macht dann da einen Laser. Warum auch immer er jetzt stehen geblieben ist und eben nicht. Eben ist er wieder zurückgeknuddelt. Macht er jetzt aber nicht. Und jetzt können wir hier durch. So viele Laser, ihr Dull. Okay. Hi. Der Eisstab friert Objekte und Gegner ein. So, jetzt bin ich gespannt. Kann man mit dem Eisstab eventuell diese komischen Truhen da aufmachen? Obwohl das gar keinen Sinn machen würde, weil die Truhen da ja... mit so einem Eis bedeckt waren. Also eigentlich bräuchte man einen Feuerstab oder sowas. Hui. Und hier ist halt auch noch eine Boss-Tür. Ach, da braucht man wahrscheinlich diesen Knochenschlüssel für. Der Knochenschlüssel ist wahrscheinlich der Boss-Schlüssel. Müsst ihr mir mal sagen, ob ich mit denen irgendwas machen sollen können oder ob das jetzt ein Bug ist, dass das nicht geht. Warum ist der da? Muss ich den vielleicht einfrieren? Stirb-Schlüssel. Stirb! Schlüssel. Das Anvisieren übrigens mit dem Controller hier ist mega kacke. Ich muss den rechten Stick irgendwo hinziehen und dann X drücken, damit er überhaupt schießt. Oh ne, muss ich nicht. Ich kann auch mit LR und RT spielen. Okay, gut zu wissen. Ja, aber gibt einen Trick. Gibt einen Trick. Muss ich den auftauen? Geht ja nicht. Und das bringt gar nichts. Ja, dann kann ich hier im Dungeon erstmal nichts weiter machen, oder? Ich kann mit dem Ding nichts machen. Hab ich irgendwas im Inventar? Ich könnte das kaputt machen mit der Schriftrolle des Dämonen, aber...
Du darfst mir einen Tipp geben, Kero. Sagen darfst du es mir nicht, aber du darfst mir einen Tipp geben. Aber das heißt ja schon, ich kann dir bestimmt irgendwas machen. Ist kompliziert. Ich kann jetzt in meinem jetzigen Zeitpunkt schon hier was machen, oder was? Haben wir noch irgendwas übersehen? Hier ist noch irgendwas. Aber ich kann die Dinger ja nicht dahin hinschubsen. Da geht's raus. Da ist auch noch irgendwas. Brauche ich vielleicht eine Bombe und muss dann irgend so ein Geheimfach hier wieder rein? Das hatte ich auch in dem Labyrinth. Da gab es solche Dinger, wo man Bomben brauchte. Der Stab ist die Lösung. Okay. Dann kann man bestimmt die Dinger hier einfrieren. Kann man nicht. Ah. Ich stehe mega auf dem Schlauch. Du bist so kurz davor. What shall I do? I don't know. Hier ist noch irgendein... Guck mal, da ist so ein schwarzer Strich. Hä, wieso ist das hier runtergeschmolzen? Habt ihr das gesehen? Dieser eine... Der eine war runtergeschmolzen. Hä, ich muss doch irgendwas mit diesem Eisstab locker machen. Ihr habt ja auch schon gesagt, irgendwas mit dem Eisstab, aber... Darüber. Du Laser, darüber. Ich will dich anschreien. In diesem Raum muss ich irgendwas machen, oder was? Oh. I'm so smart. Lul. Das macht Sinn. La 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 la. Guck. Danke für den Tipp. So, jetzt kann ich hier zum Boss gehen, oder? Hallo? Ich habe einen Boss-Schlüssel? Hä? Ich hab den doch... Wo ist denn mein Boss-Schlüssel jetzt hin? Hallo, ich habe einen Boss-Schlüssel. Wieso darf ich nicht weiter? Ich würde gern weiter. Fehlt mir noch irgendwas? Wieso darf ich da nicht rein? Hä, aber ich hab den schon im Inventar, oder nicht? Ich sehe ihn nicht, aber ich hab den doch aufgesammelt. Bin ich blöd? Du musst den Key auf... Ich hab ihn nicht aufgehoben! Okay. Ah, ich dachte, ich hätte ihn. Nevermind. Auf zum Boss, ich bin super gespannt. Hallo, kleiner Boss. Ja. Eiszauberer, stirb. Feuer gegen Eis. Ich kann gar nicht verlieren. Da. Oh, aua. Okay, wir müssen ihn aus... Der hat ja übelst viele Leben. Hilfe. Hier, nimm meine Dämonen. Dingsbums. Die macht bestimmt richtig den Damage. Lol, hat sie halt echt... Hä, dafür ist die mega gut. Für die Bosse mega gut. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen lame geregelt, aber passt schon. Ja, Eisbrecher, das Frostsiegel. Nur für jene, die die Kristallhülle abschließen. Sorry, dass ich den Fight so lame gemacht habe. Maximale LP erhöht. Ist ja wie bei Zelda hier. Yay. Der Dungeon war ganz witzig. Fand ich gut. Vor allem dieses Endrätsel. Mit dem Eisding. Das war wirklich Zelda-like. Man kriegt etwas im Dungeon, mit dem man dann ein Rätsel lösen muss, um weiterzukommen. Das finde ich richtig gut. Cool, haben wir unseren ersten Dungeon hier gemacht. Unsere Banken sollten jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen was produziert haben. Ja, einfach gar nichts, okay. Die produzieren halt nichts, wenn man im Dungeon drin ist. Alles klar. Super lame. Das war schön. Mit großem Knall einfach den Typen da gekillt. Okay, ja, was jetzt? Jetzt sind wir wieder... Hol dir noch die Truhen. Was für Truhen? Ach so, da war, stimmt, da gab's ja noch mehr. Da gab's noch zwei Orte, wo wir noch nicht hin konnten irgendwie. Dann schaue ich natürlich... Oh nein, jetzt muss ich das alles von vorne machen. Dann schauen wir natürlich nochmal. Jetzt sind doch die ganzen Gegner hier wieder. Das war natürlich jetzt blöd, dass ich... Nee, ich bin gar nicht rausgegangen, hat mich automatisch rausgeschickt. Ah, das ist ja hier einfach genau dasselbe. Klang. Aha. Gab's ja nach noch mehr? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das macht sogar Sinn! Stimmt, und die komischen Truhen da hinten waren ja auch noch da. Wo wir nicht rankamen. Stimmt. Hier gab's ja noch richtig viel.
So, dann dich einmal drehen. Lass mich durch, ich bin ein Fisch. Dann waschen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Hallo. Au. Ausgewichen und trotzdem getroffen. GG. Die droppen Leder? Oh, das ist auch mega gut zu wissen. So, hier rechts war das, ne? Dann tu einmal den Kaktus schmelzen. Und dann wird das da wahrscheinlich genauso funktionieren. Gehen wir hier durch. Ja. Oh, hier ist sogar noch eine Fee. Dann das einmal und das einmal. Ich wundere mich trotzdem, warum die eine Truhe, die rechte Truhe hier, die war ja schon ein bisschen aufgetaut. Wie kam das denn dann? Gar kein Plan. Truhe, Truhe, Truhe. Das waren alle, glaube ich, oder? Oder gab es noch eine Truhe? Auf der linken Seite gab es, glaube ich, noch eine, oder? So, du bist mir egal. Du bist mir auch egal. Was ist, wenn man jetzt nochmal zum Boss geht? Ist er dann nochmal da? Wahrscheinlich nicht. Hey, jetzt bin ich mir unsicher. Waren wir hier jetzt schon überall oder nicht? Ich weiß nicht. Nicht, dass ich das hier umsonst mache. Boss ist wieder da, dann kann man den ja richtig abfahren. Aber der gibt dann wahrscheinlich nicht dieselbe Belohnung wie beim ersten Mal, ne? So, hier ist offen. Lass mich durch! Oh, hier gab's ja gar nichts. Leute, sagt doch was. Ich dachte, hier war noch irgendwas. Nein, jetzt habe ich das alles umsonst gemacht. Wollen wir dann nochmal den Boss besiegen? Lohnt sich das? Dann müsste ich das halt... Dann müsste ich meine komischen Dinger hier nochmal einsetzen. Ja, komm, einmal können wir machen. Einmal können wir den Boss noch besiegen. Nochmal auf lame Art und... Hä? Auf lame Art und Weise. Oh, gib mal her, wenn wir schon hier drin sind und alles gemacht haben. Ach, der aufgehobene Deo. Da sind Risse an der Wand. Ja, aber mit den Rissen kann ich auch nichts machen, weil ich keine Bombe habe. Wo sind hier Risse vor allem? Wo hast du denn Risse gesehen? Die hier? Ja, und kann ich da irgendwas machen? Lol, das geht sogar mit diesem Stab. Das wusste ich nicht, Leute. Das wusste ich nicht. Danke, danke, Kero. Dann muss ich auch auf jeden Fall gleich nochmal in das Labyrinth gehen. Weil da gab es auch richtig viele von diesen Rissen. Oh. Junge, chill. Sag mal, wir besiegen dann nochmal kurz den Eiszauberer hier. Mit Magie. Alter, das übersteuert einfach übelst. Alter. Bau. Mega gut. Ja, nice. Gab es denn noch irgendwo Risse? Ich achte mal. Da gab es noch Risse auf der linken Seite, oder? Sind das Risse? Das sind Risse. Wie halt immer noch die Bossmusik hier ist. Obwohl wir ihn schon besiegt haben. So, hier gab es auf jeden Fall noch einen. Da muss man ja dann überall drauf achten. Vor allem in diesen Höhlen hier sind die gar nicht mal so offensichtlich. Hey, da muss ich doch nochmal kurz überall gucken. Risse, Risse, Risse. Irgendwo Risse. Das war Lol. Verunsichert mich halt auch, dass hier was weg ist. Die Musik. Die Bossmusik ist viel geiler als die normale Musik hier. Oh nein, ein kleiner Stein versperrt uns den Weg. Okay, noch eine Truhe. Diese bösen, bösen Steine hier. Wie sollen wir da jemals vorbeikommen? So. Toll. Die Kiste war ja nicht viel besser als die anderen. Aber wir haben sie zumindest gefunden. Hä, dann, hier gibt's doch richtig viel irgendwie zu entdecken in diesem Dungeon. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt einfach den Boss besiegt und wäre hier nie wieder reingegangen. Dafür ist der Livestream halt auch wieder mega gut. Ohne Livestream habe ich hier sehr viel weniger gemacht. Dann wäre mir der Dungeon hier vollkommen egal gewesen. Aber ich glaube, jetzt war es das dann erstmal, ne? Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann gerne sagen. So, schön. Okay, den Dungeon haben wir abgeschlossen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal in den anderen Dungeon da reingehen. Weil da waren auch recht viele, hier waren auch noch recht viele Geheimräume. Nimm die Blumen mit. Ja, später. So, jetzt müssen wir nur merken, wo wir sind. Der Dungeon hier ist auf jeden Fall immer gleich aufgebaut, das Labyrinth. Glaube ich. War hier nicht letztes Mal noch so ein Geheimweg? Jetzt bin ich mir unsicher. Aber hier gab es auf jeden Fall auch noch richtig viele Geheimwege. Ach, das Labyrinth, ey. Ich hasse es. Der Hinweg ist okay, aber der Rückweg ist halt mega nervig. Achtet mal mit auf irgendwelche Risse in der Wand. Hier oben ist zum Beispiel schon ein Riss. Wenn ich einen übersehe, dann bitte sagen. Finde drei Geheimräume, yeah. Bringt zwar alles nur Geld, aber immerhin.
Eine Errungenschaft hat uns das jetzt auf jeden Fall auch gebracht. Oh, das wird lange dauern jetzt hier in dem Labyrinth. Ich soll den Devil Deal nutzen? Aber der zieht ein Leben ab. Das ist doch kacke. Obwohl, er hat mir ja auch diese ganzen Schriftrollen hier gegeben. Ohne diese Schriftrollen hätte ich den Eiskönig da wahrscheinlich nicht besiegt. Aber er zieht halt auch ein ganzes Leben ab. Hallo Geheimräume, wo seid ihr? Bitte da! Da ist auch einer. Bitte meldet euch. Eine Kiste. Das lohnt sich. Da sind, glaube ich, immer so, keine Ahnung, 400 Gold oder so drin. Kann man machen. Dann können wir uns auf jeden Fall gleich die teuerste Insel nochmal leisten. Da ist auch noch einer. Ich hatte es nämlich in Erinnerung, dass es hier richtig viele von diesen Geheimräumen gab. Klung, klung, klung. Links, rechts, geradeaus. Hier so ein Guide wäre halt ganz cool. So eine Navi, die dir immer sagt, ja, du musst hier lang laufen. Oder irgend so ein Irrwicht oder so. Wenn man den Dungeon einmal gemacht hat. Also beim ersten Mal durchlaufen finde ich das noch okay. Dass man hier einfach im Labyrinth sich erstmal zurechtfinden muss. Aber ab dem zweiten Mal irgendwie so eine Fee, die an den Weg weist, wäre schon nett. Vor allem den Rückweg. Oder dass man sich einfach raus teleporten kann. Mit einem Seil, wie bei Pokémon. Und gerade habe ich auch noch keinen Hunger. Den letzten Stream habe ich ja abgebrochen, weil ich Hunger hatte. Also noch ein bisschen Hunger habe ich vielleicht schon. Vor allem heute gibt es Kartoffel... wie heißen diese Kartoffeln, die so gemacht werden wie Pfannkuchen? Es gibt Kartoffelpfannkuchen. Aber die heißen nicht so, die heißen anders. Kartoffel... irgendwas. Wo man so Kartoffeln klein häckselt und dann brät. Schmeckt auf jeden Fall mega geil. Die gibt's heute, aber ich habe schon meiner Mutter gesagt, dass ich streame und deswegen wahrscheinlich nicht mit denen essen kann. Aber die mache ich mir dann auf jeden Fall später noch. Und jetzt, wo ich davon rede, kriege ich natürlich Hunger. Toll, GG. Nee, Röstis, nee, nicht ganz. Unter Röstis verstehe ich, dass die so ein bisschen angedünstelt sind. Also, nee, warte, Röstis sind diese großen Dinger, aber das geht schon in die Richtung. Also die Dinger, die ich meine, die sind auch aus Kartoffeln und auch so wie Röstis, aber nicht so dick. Vielleicht ein Fünftel von der Dicke. Die sind halt wirklich wie Pfannkuchen, nur mit Kartoffeln irgendwie. Mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Die sind so schlecht. Die können nicht angreifen. Guck mal, da drüben waren wir noch nicht. Wie kommt man denn da hin? Ach, einfach den Weg hochgehen. Ja, das ist ja easy. Kartoffelpuffer. Ja, Kartoffelpuffer! Das ist es. Danke, Kero, dass du es vorhin zweimal geschrieben hast. Oh, jetzt habe ich es doch gedrückt. Ah, hier gibt es neue Sachen.